diese Karre hier ist so grausam, ey. Renault Clio. Ich weiß nicht, für wen die gebaut haben. Für Leute, die 1,50 groß sind und keine Beine haben wahrscheinlich. Naja, wir werden sehen. Also, auf geht's zum nächsten Trekkingplatz. Bis gleich. Und Felix, Bock auf die zweite Runde? Nein. Aber wir nehmen jetzt einen Angriff. Kuckuck! Kaffee? Oh, Kaffee! Super! Besser noch ein Messer. Ah, ja, ich musste mich jetzt erstmal kurz hinlegen, also nicht pennen, sondern ich musste mich echt mal lang machen. Ich hatte gerade einen richtigen Kreislaufklatsch. Habe mich so ein Cliff Bar Peanut Butter gegessen, jetzt geht es einigermaßen. Gleich auf jeden Fall noch was Süßes trinken und das T-Shirt, das musste ich auf jeden Fall loswerden. Das war komplett durchgeschwitzt von dem Weg hier hoch und dann kommt man oben an und denkt so, ach super, also man sieht das echt hier so ab dem Messerlogo nach unten. Ja. Und dann denkt man immer so, ach geil, jetzt ist man endlich da und dann zieht man sofort die Jacke aus und atmet durch und setzt sich hin. Das ist aber das Blödeste, was man machen kann. Ich habe direkt gemerkt, wie mir die Kälte so in die Knochen zieht. Und wenn du dann einmal so richtig kalt bist, dann fängst du dir auch auf jeden Fall ein. Das habe ich aus den letzten Touren gelernt. Also nicht aus allen, aber das habe ich schon oft genug gehabt, dass ich danach dann irgendwie echt flach gelegen habe oder zumindest so einen Anflug von der Erkältung hatte. Ich habe jetzt hier drunter dieses Cold Gear von Under Armour angezogen. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das wärmt super heftig. Und darüber jetzt Level 2 Unterwäsche von Helicontex. Jetzt ziehe ich gleich ganz normal meine Jacke drüber an und dann reicht das erstmal fürs Feuer. Gruppenshelter müssen wir noch bauen. Ich habe meinen Unterstand da hinten errichtet. Der ihr wahrscheinlich schon gesehen ist. Wieder ganz normale flache Aufbauweise. Einfach zwischen zwei Bäumen gespannt mit einem Gummibungee. Hinten mit Steinen beschwert, dass heute Nacht die Heringe nicht rausfliegen, weil der Boden hier echt ziemlich locker sitzt und da drin dann wieder belgischen Biwaksack, Snackpack, Schlafsack drin, Isomatte von Thermarest, Feierabend reicht. Der Felix ist da im Hintergrund auch schon. Er sagt, er glaubt dem Kaspar kein Wort. Ja, das stimmt auch nicht. Ich habe hier eine Jugendherberge um die Ecke angemietet und so wie ich mich kenne, nach dem ersten Fläschchen Eierlikör penne ich wahrscheinlich in der Toilette. Du musst mal ein Eierlikör trinken. Das Leben muss ja weitergehen. Das ist echt geil. Ich habe heute Morgen erst gedacht, so fuck, bei dem Wetter jetzt noch hier hoch. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Es ist richtig, also so ein nass-kaltes Wetter, das ist richtig mies. Und das hat mir ein bisschen die Laune verhagelt erst. Aber jetzt so Kaffee getrunken mit den Jungs in der Bäckerei, irgendwie so eine Fleischkäsesemmel. Haben wir nicht genug Schwein gegessen gestern. Ja, und jetzt habe ich auch echt Lust. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was machen hier. Also, auf geht's. Zuckerreserve angreifen hier. Oh, freue ich mich darauf. Ah. Die trinke ich auf den Badger und auf Malibu Stacy. Dr. Pepper Cherry. Beste, wo gibt. Kriege ich eigentlich Geld dafür? Nee, oder? Nee. Ich bräuchte irgendwas, wo man was drauf machen kann, statt jede Schippe da hinter zu werfen. Okay, willst du Stangen? Und in der Mitte gar nichts. Mit dem Stock auseinander, dann kann der Rauch senkrecht raus. Du kannst nichts von nachnehmen. Ja.
machen Sie denn hier? Kienspan. Nicht vom Allerfeinsten, aber ein bisschen hat's. Ja. Sieht nicht wirklich danach aus. Ja, ganz am Anfang. Schau mal das. Guck mal, Sigi hat den Durchfall, jetzt muss ich nicht so schlecht machen. Was haben wir da? Flanksteak? Flanksteak. Oh. Sieht gut aus. Lecker. Ja, gut. Oh, perfekt. Auf den Punkt, ha? Sehr gut. Ja. Das bei Melzer die Woche war auch nicht besser. Ja, sehr angenehm. Ja, hier hat jetzt filmtechnisch nicht mehr ganz so viel stattgefunden, wie ich mir das vorher ausgerechnet hatte. Nachdem wir hier das Shelter aufgebaut haben, das Gruppenshelter. Und dabei habe ich übrigens nicht gefilmt, weil ich die Kamera nicht draußen im Regen stehen lassen wollte. Das war echt eine heftige Aktion. Aber wir sind die ganze Zeit trocken. Zwischendurch kam einmal ein Windstoß, hat das Ding ein bisschen angehoben. Aber es hat gut durchgehalten. Und jetzt sitzen wir hier schon die ganze Zeit am Feuer. Trinken den ein oder anderen Eierlikör. Jetzt gibt es Käsefondue, also für die Jungs. Ich wäre lieber tot. Und ja, Flanksteak hatten wir gerade. Ich mache mir gerade noch Cevape und dann gibt es vielleicht noch Bohnen. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Schlafsack und Biwaksack, naja, komme ich nicht schnell genug raus. Ja, aber auf jeden Fall bis hierhin mal wieder ein voller Erfolg, Bushcraft Rock. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass der Howie ein Patch gemacht hat für uns? Habe ich erwähnt, oder? Habe ich aber nicht gezeigt. Mache ich das jetzt vielleicht nochmal. Oh. Wenn der nichts kann, ne? Oh, krieg ich noch ein Stückchen? Ja. Oh, du bist wie eine Mutti zu mir. Aber ich habe einen größeren Busen als deine Mutti. Das stimmt. Und du kannst doch besser kochen. So. Ich würde gerne dann aber. Kann man den erkennen? Mit ein bisschen? Drauf. Ich hätte gerne noch Salz drauf. Moment. Geil, oder? Bushcraft Rock 2022. Kuckuck. Sehr, sehr cool. 5 Jahre Farting in Nature. Sehr schön.
Oh, fall langsam. Mein Stock ist ein bisschen blöd, der kann nicht. Hab ich schon gehört. Der Imler Felix. Er lässt es sich wieder gut gehen. Ja. Ja, wir sitzen ja auch noch ein bisschen, oder? Aber so viel verfälscht ist jetzt nicht. Es sieht nur, wenn du dann im Rauch stehst und da drüben stehst, dann sieht es aus, als würdest du da. Zweite Nacht im Schlafplatz angekommen. Das war ein cooler Tag heute. Lecker gegessen, viel Quatsch erzählt, viel gelacht, am Feuer gesessen, so wie es sein sollte. Ein gelungener Bushcraft Rock 2022. Oh, richtig cool. Und jetzt liegen. Das Einzige, was mich hier nervt, ich liege auf so einem sehr losen Waldboden und ich habe hier gerade schon hunderte von Heimchen von meiner Decke entfernt. Ohrenkneifer und kleine Heuschrecken und Schnecken und so. Und hier ist echt so viel Viehzeugs, habe ich noch nie gehabt bei einem Schlafplatz. Naja, kein Moskitonetz, Biwaksack lasse ich offen. Wenn was im Mund kriecht, wird's gefressen. Also gute Nacht. Bis morgen. Das war gut. Tschüss. Geschlafen. Aber ich bin da noch nicht fertig. Ich werde jetzt weiter pennen. Auf jeden Fall noch ein Stündchen. Durchgehend geregnet. Krass. Also bis Metallspäne im Kaffee sind auch ganz schlecht. Nein. Zeig ich mal. Ja. Super. Fertig ist die Kaffeetasse. Abend. Ja, habt ihr noch eine schöne Zeit am Feuer danach, ja. Super. Und dann unsere Sachen zu trocknen. Hab dann mal im Regen das Tarp aufgebaut. Sehr geil. Oh! Teflon. Ich habe gerade auch echt beim Einpacken wieder alles voll Viecher. Das ist so krass habe ich noch nie gehabt. Sofort immer gleich. Mhm. Ich hatte auch X Nagelzwicker und Ohrenzwicker. Ja, ja. Ja, Ohrenkneifer und hier diese Grillen, Heimchen. Trotzdem gut geschlafen. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich auch keine davon im Mund. Also war okay. Ja, deswegen ist es offiziell natürlich schon Goldwert. Ja. Oder auch am Moskitonetz an der Hängematte. Ja, wir sitzen jetzt hier noch zusammen an der Feuerstelle. Ich habe schon das meiste eingepackt hinten. Jetzt noch ein bisschen runterkommen hier und dann packen wir die Sachen, latschen den Weg wieder zurück
zum Auto. Und für mich war es das dann. Die anderen bleiben aber noch unterwegs, bleiben noch eine Nacht. Treffen sich auch mit dem Sven Künkele. Beste Grüße übrigens. Ja. Ich bin St. Nikolaus. I'm skeptical about you and me. But when I hear your bass behind, like a whisper in my mind. Say what you think and do what you say. It doesn't have to be that way. It won't last, it goes too fast.